Wir waren in den einzelnen Aktionen sehr gut drin, wir waren sehr konzentriert. Jeder hat seine Aufgabe sehr gut verfolgt, in der Defensive wie auch in der Offensive. Das ist uns in der ersten Halbzeit sehr gut gelungen. Ja. Das war sehr gut. Klar, wenn man so klar führt zur Halbzeit, dann muss man natürlich bei einem Auswärtsspiel zufrieden sein. Aber trotzdem haben wir zwischendrin haben wir sogar noch, glaube ich, das eine oder andere Tor machen können, sogar vorher machen können. Aber trotzdem muss man sagen, dass die Mannschaft das sehr gut gemacht hat, dass sie dem Gegner jetzt gar keine großartigen Freiräume gegeben hat, dass sie wirklich demonstriert haben von Anfang an, wir wollen hier das Spiel gewinnen. Also man hatte nicht den Eindruck, dass wir ein Auswärtsspiel haben, dass wir gleich so wirklich das Heft in die Hand genommen haben. Also da konnte man schon sehr zufrieden sein. Die Gefahr besteht ja immer, dass man das ein bisschen lockerer angeht. Das haben wir auch ein paar Minuten gemacht. Da haben wir Gott sei Dank aber wieder den Hebel umlegen können und sind dann zu Möglichkeiten gekommen, haben dann das fünfte Tor gemacht, was uns dann sicherlich eben auch die Sicherheit zurückgegeben hat und die Konzentration und eben auch unser Spiel. Wir müssen trotzdem immer wieder sehen, wie man dann auch mit solchen Situationen umgeht. Ob das jetzt ein 4-0 ist, ob das ein 3-0 ist oder 2-0. Also wenn man eine Führung zu verteidigen hat, wie man es dann macht. Und wir haben es, der Trainer hat es in der Halbzeit gesagt, wenn wir jetzt denken, dass wir das Spiel nur noch verwalten können, dann wird das noch eine schwierige Kiste. So, und wir müssen weiter so spielen mit dem Aufwand, den wir betrieben haben in der ersten Halbzeit. So, und dann kann das Spaß machen. So, und das haben wir dann zwischendurch so ein bisschen runtergefahren. Der Gegner musste natürlich auch nochmal zulegen, weil wenn man 4-0 zur Halbzeit hinten liegt, dann muss man seinem Publikum auch noch mal ein bisschen was bieten, das ist ganz klar. Aber da hatten wir eine Phase, wo wir dann so ein bisschen die Ordnung verloren haben. Aber dann haben wir aber wieder umgeschaltet und haben das fünfte gemacht und es waren ja sogar noch mehr drin. Ich will im Prinzip aus jedem Spieler eben das herausholen, was er für uns leisten kann, was er als einzelner Spieler auf seiner Position zeigen kann. Und was wir dann eben als Mannschaft umsetzen können. Das ist unsere Aufgabe und das verfolgen wir im Moment besser. Das Wichtige ist einfach, dass wir als Mannschaft wieder auftreten. Dass man den Eindruck hat, Mensch, wenn Ball verloren wird, dann schaltet man sofort um, da hilft der andere aus. Wird ein Gegenspieler angegriffen, dann kommt der zweite, um zu doppeln. Und das macht mir persönlich Spaß, wenn ich das sehe. So, so weit waren wir in der Hildenrunde auch schon. Also kann man sagen, dass wir schon auf diesen Weg wieder jetzt bestreiten, den wir in der Hildenrunde gegangen sind. Und zwischendurch sind wir mal kurz vom Weg abgekommen. Also ich hoffe, dass wir das jetzt in dieser Form weiterführen. Alle Erfolge, die wir jetzt eingefahren haben in den letzten Tagen, geben natürlich Sicherheit und geben auch Selbstbewusstsein. Das ist das, was wir eben mitnehmen können in die nächsten Partien. Und die nächste Partie ist in Enschede. Ja, wir haben es ja auch rausgemacht, dass wir dann in den fünf Spielen, dass man dann nach und nach dann natürlich auch eine gewisse Verunsicherung zu spüren bekommt, dass man die Dinge nicht mehr so locker macht wie vorher. Ich glaube, das ist als Positives jetzt zu sehen, dass man, glaube ich, jetzt wieder eine gewisse Lockerheit bekommt, ohne gleich leichtsinnig zu werden. Und wir wissen, dass Twente natürlich ein guter Gegner ist, dass man da höllisch aufpassen muss. Man muss auch nicht immer so unbedingt die Leistungen aus der Liga als Maßstab nehmen. Ich glaube, dass sie international dann auch immer noch in der Lage sind, sich zu steigern. So, und da sind wir sehr zuversichtlich, aber wir müssen natürlich wieder ähnlich konzentriert an die Sache angehen wie hier in der ersten Halbzeit.